Let's go, baby! Paragraph 5721. Durch das Daumen hochgeben auf ein Danny Burnage Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu Battlefield Bad Company 2. Ich spiele es im Moment auf PC, ich habe es damals immer auf der Konsole gespielt. Es war so ein geiles Battlefield. Meiner Meinung nach sogar das beste Battlefield, was es da draußen jemals gegeben hat. Einfach alles in dem Spiel ist einfach grandios. Jede einzelne Karte, wenn wir uns hier mal anschauen. Wirklich jede einzelne Karte. Ich kann mich an jede einzelne Karte, obwohl es schon so lange her ist, noch erinnern. Wie sie aussah. Ich weiß einfach alles über das Game. Okay, nicht unbedingt alles. Aber ich kann mich sogar an den Singleplayer-Modus erinnern, obwohl ich ihn kaum gespielt habe. Das Spiel finde ich einfach legendär. Und das war übrigens... Nee, das war's nicht. Moment mal. Wo ist die Map? Ich glaube, das war Valparaiso, Port Valdes. Diese Map gab es damals in der Beta. Und als die Beta rauskam, habe ich mich auch sehr übertrieben gefreut. Wirklich übertrieben gefreut. Und ja, ich habe mir das Spiel geholt für 9,99. Das ist sogar reduziert bei Origins. Also könnt ihr euch das holen, wenn ihr wollt. Und ja, lasst uns loslegen und mal sehen, wie das Spiel so ist. Ich habe es übrigens noch nie auf dem PC gezockt. Es ist mein erstes Mal jetzt. Damals immer auf der Xbox, glaube ich. Oder auf der PlayStation 3 war das, glaube ich, doch. Ja, oder auf der Xbox. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es geil. So, ihr könnt jetzt hier eine Klasse auswählen. Ich bleibe erstmal bei der Waffe. Ich habe also diese AEK-971. Ich dachte immer, das wäre damals die AK-74, aber war es natürlich nicht. Und das ist eine der besten Waffen, finde ich, auch hier in diesem Game. Obwohl sie die erste ist, aber schaut euch mal die Grafik an. Schaut euch mal alles an. Und man kommt natürlich am Anfang mit einem Fallschirm runter. So Hammer, ich liebe das Game. Das ist Hammer, ernsthaft. Eins der besten Battlefields. Oh, verdammt, ich hätte mich mitten beim Fliegen auch bewegen können. Hier kann man sogar in Quads einsteigen. Kann man natürlich in dem anderen Battlefield auch. Schaut euch mal die Explosionen an. Oh, sieht so badass aus. Ich liebe das Game, wirklich. Guck mal, schaut euch mal die Physik an. Oh mein Gott, diese Explosion. Hammer. Ich liebe das Game. So extrem. Wir spielen hier übrigens... Oh, wieso flackert es? Lol. Okay. Keine Ahnung, Spielefehler oder sowas. Wir spielen das Spiel übrigens auf... wir spielen übrigens Rush, wollte ich sagen. Was sowas wie Sprengkommando ist. Oh gut, lass uns einsteigen. Oh yeah. Kann ich auch die dritte... eine andere Perspektive? Ich glaube schon irgendwie. Ich kann auch eine andere Perspektive einnehmen. Was? Hier ist ja gar keiner. Ich spiele alleine, lol. Okay, jetzt habe ich hier ein Spiel gefunden, einen Server gefunden. Ich habe vergessen, dass das so funktioniert. Das ist, wenn man zu viel Call of Duty spielt, dann denkt man immer irgendwie, dass man automatisch Spiele findet. Es gibt hier so ein Suchsystem, wo man auch automatisch Spiele finden kann. Aber ich habe es, wie gesagt, noch nie auf PC gespielt. Oder es war nur so auf Konsole. Ich weiß es nicht genau, aber hier sind wir wieder. Okay, babe. Was? Ich bin tot? Wie jetzt? Ich bin sofort gestorben. What the fuck? Okay. Alles klar. Okay, jetzt aber hoffentlich passiert das nicht nochmal, keine Ahnung. Hacker, ach hier, lol, wir haben einen Hacker. Gut, ich bin schon ziemlich alt, es kann schon sein, dass es hier Hacker gibt. Okay, also was wir machen müssen, wir müssen A und B planten. Oder nee, wir spielen hier Herrschaft. Stimmt, ich habe Herrschaft gespielt, weil Rush irgendwie, ich hab keine Server im Rush-Modus gefunden. Deswegen habe ich mich dann doch für Herrschaft entschieden. Und ja, oh, es ist so schön, wieder hier zu sein. Komm her, Bitch. Oh yeah, Gegner ausgeschaltet, mein erster Kill. Nach langer, langer Zeit. So, ja, so viele Leute spielen das Spiel nicht mehr, aber damals wurde es halt sehr, sehr oft gespielt. Verdammt. Komm her, Bitch. Ich zerstöre dich. Zerstöre den. Wo ist er? Oh, da hinten sind so viele. Oh, shit. Oh, das wär's gewesen. Ich bin nicht so gut auf PC, weil ich PC nie gespielt habe. Wie gesagt, ich bin eher so der Konsolero, aber in letzter Zeit spiele ich oft PC. Ich mag PC. PC ist cool. Vor allem von der Grafik, die Flüssigkeit, 60 FPS. Es fühlt sich einfach richtig gut an. Ihr seht auch alles extrem flüssig. Und ich würde euch auch empfehlen, die Qualität des Videos mal hochzustellen, weil es einfach viel besser aussieht. Wirklich viel besser sieht's aus. Schaut euch mal die Gegend an. Vor allem hinten diese Fabrik. Hammergeil. Ernsthaft, hammergeil. Wie viele Leute sind wir? Der Server ist fast voll. Spielen noch relativ viele Leute, aber auch nicht mehr so viele. Also zum Beispiel jetzt um 9 Uhr morgens finde ich jetzt nicht unbedingt so viele Server. Später spielen es natürlich mehr. Viele Deutsche spielen es auch noch. Viele, viele Deutsche. Aber, ja, wie gesagt, es ist ein altes Battlefield. Was will man erwarten? Was haben wir hier? Granatenwerfer. Oh, da hinten ist ein Gegner, glaube ich. Ne, das war ein Teammate, okay. Außerdem kann man auch diese Zäune hier kaputt machen. Wie ging das? Ach, verdammt, shit. Oh, mein Gott. Ich glaube, wie kann ich nochmal messern? Wie ging das nochmal? Wie kann ich messern? Ich weiß es nicht. G? H? Keine Ahnung. Man konnte irgendwie messern. Ich weiß nicht, wie auf PC. Muss ich mal nachsehen. Das ist mein erstes Game. Verzeiht mir.
Okay, oh shit, oh! What the fuck? Pff, was du kannst, kann ich schon lange. Ich nehme hier meinen Wagen. Oh yeah, es ist einzigartig, wie ich diesen Wagen hier steuere. Ohne Arme und so, aber ja, toll. Let's go, baby! Ich will niemanden töten, ich will Gegner töten. Ich will tote Menschen sehen. Meine Güte, was zum Teufel? Hier ist ein Hacker drin, deswegen. Aber ist auch nachvollziehbar, dieses Spiel ist schon so alt. Also wenn das nicht gehackt ist, dann habe ich keine Ahnung. Aber gut, ich will wissen, wie man diese Dinger nochmal zerstört. Ich habe es vergessen. Ich kann auch übrigens, wenn ich nach vorne sprinte, nicht irgendwie nach links oder rechts gehen. Also so nach rechts ein bisschen sprinten. Ich kann nur geradeaus sprinten irgendwie. Total komisch. Ah, wie kann ich nochmal messern? Oh, da hinten ist einer. Oh, ich hab ihn noch ausgeschaltet. Wieso hat es so lange gedauert? Wieso hat es so lange gedauert? Ich habe keine Ahnung. Gib mir den Wagen her. Oh shit, aufpassen, da ist ein Gegner. Yay, Motherfucker. Was denkst du, wer du bist? Oh, ich habe eine neue Waffe freigeschaltet. Die ist ziemlich gut, solange ich mich erinnern kann, ist die ziemlich gut. Gott, wir legen gar keine Bomben und sowas. Ich fühle mich hier auch so ein bisschen leer, als wäre hier gar keiner. Aber hier muss es jemanden geben. Ich fahre übrigens ungern mit Fahrzeugen. Deswegen habe ich immer Call of Duty bevorzugt. Weil ich einfach wirklich nicht so gerne mit Fahrzeugen fahre. Ah, was zum Teufel? Ich sterbe dauerhaft. Ich will nicht sterben. Und wir können die neue Waffe wählen. Cool. Dann nehme ich die einfach mal. Wieso auch nicht? Oh, das ist ein Feind. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Oh mein Gott. Wo sind die Feinde? Ich wurde angeschossen. Oh. Ich habe vergessen, wie alles geht. Ich weiß gar nicht, was man hier nochmal machen kann. Man kann noch Medipacks legen, glaube ich. Wenn man die bestimmte Klasse hat, kann. Oh, hier kann man ein Loch in die Wand machen. Yay! So gehe ich auch mal in meine Türen rein, wenn ich nach Hause will. Geht immer viel schneller, als die Tür aufzumachen und die ganze Stress. Es nervt einfach nur, deswegen mache ich das auch immer so. Also willkommen, Club Game. High Five. Pff, ich habe einen Granatenwerfer. Ich will ihn mal ficken. Komm her, Bitch. Ich will ihn töten. Habe ich ihn getötet? Glaub nicht. Ich will jemanden töten. Ich will Menschen umbringen. Oh shit, ich nehme alles zurück, sorry. Oh mein Gott, er zerstört die ganze... Oh mein Gott, ist okay. Du hast gewonnen. Bleib draußen. Wieso ist er eigentlich hier, dieser Scheißpanzer? Wieso ist er hier? Das verstehe ich nicht. Warte, ich mache mal kurz die Wand kaputt. So, vielen Dank. Oh, die Pistolen übrigens in dem Game sind auch richtig gut. Also die sind wirklich nicht zu unterschätzen. Ich will jetzt mal Bomben legen langsam. Wie sieht's aus mit dem Game? Gott, ich weiß gar nicht, wie lange so ein Spiel dauert. Wo ist ein Sniper? Wieso sehe ich keinen? Holy shit, wollt ihr mich verarschen? Ach, von vorne hat er mich angeschossen. Ich springe einfach rum, dann wird er mich schon nicht treffen. Guck mal, ich bin ein Häschen. Hase. Oh, Hubschrauber. Aber mein eigener Hubschrauber. Wie komme ich hier lang? Ich will... Ah, shit, ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal mehr, wie man... Oh, vielen Dank. Er hat mich erhört. Die was auch immer mich erhört hat. Keine Ahnung. Oh, shit. Lass mich in Ruhe. Ich will leben. Ich will nicht sterben. Ich will die Bombe legen. Das geht mit F, das weiß ich noch. Oh, hi. Puh. Holy shit. Wie episch. Ich liebe die Explosionen hier. Die sehen so hammer aus. Okay, Bombe, ich komme. Versuch gar nicht erst, dich zu verteidigen. Ich werde dich legen und dann wirst du sehen, wie man richtig spielt, Bitch. Ich gehe einfach mal... Ah, nee, das... Ah, Gott. Wieso vergesse ich immer, dass wir hier Herrschaft spielen? Ich denke immer, wir spielen hier Rush. Tun wir aber gar nicht. Ich nehme jetzt diesen scheiß Posten hier ein. Okay, ich warte. Na los, gib mir die Flagge. Oh, hier ist noch einer, glaube ich. Wir sind nicht alleine hier. Wer? Von links, von rechts. Ich weiß nicht, von wo er kommt. Ich bin überfordert mit dieser Situation hier. Ich will nicht campen, aber ich muss. Wo bist du? Ich höre jemanden. Zeig dich, Motherfucker. Zeig dich. Ich glaube, er ist sogar über mir oder so. Gibt es hier noch eine zweite Ebene? Müsste eigentlich, aber... Ah, da oben. Ich sehe schon, da ist eine Leiter. Wehe, wenn ich die Leiter draufkletter, sterbe ich. Wehe. Oh, hi. What the fuck? Holy shit, ihr kleinen Motherfucker. Was denkt ihr euch denn? Ach, du Scheiße. Yeah, ich habe eine neue Waffe freigeschaltet. Episch. Jetzt gib mir diesen scheiß Posten. Hätten wir schon viel früher erledigen können. Man kann die Gegner hier übrigens auch richtig gut hören. Also ziemlich gut sogar. Und hier dieses kleine Fenster ist OP. Guck, wie klein das Fenster ist. Lol. Ist so ein richtiger Kriegsbunker.
Hier versteckt man sich, wenn man angeschossen wird, obwohl diese Wände ziemlich schnell kaputt gehen, meiner Meinung nach. Ich meine, mit einer Granate ist schon alles kaputt, also... Yay! Also würde ich mich hier nicht verstecken. Los geht's, yeah! Ich bringe mein Team zum Gewinnen. Oh shit, wollte ich nicht, ich steig lieber Maus. Oh, es geht noch, mein Fahrzeug hat nicht mal ein bisschen Schaden erlitten. Bestes Fahrzeug ever. Und da oben geht's richtig viel ab. Ich finde Herrschaft übrigens jetzt nicht so gut. Ich finde Rush wesentlich besser. Bei Herrschaft finde ich irgendwie kaum Gegner immer. Die campen irgendwo, keine Ahnung. Und das... Oh, wieso gibt es zum Beispiel diese schwarze Bilder? Keine Ahnung. Oh, wir gehen nach da hinten. Oh, hi. Oh, shit, du Wichser. Das dauert so lange, bis ich endlich wieder da bin. Das dauert 170 Meter. Und er kann dauerhaft sprinten. Er hat eine Ultra-Mega-Super-Lunge. Das ist die Ultra-Mega-Super-Schlechthin-Lunge. Diese Lunge kann man gar nicht übertoppen. Nicht mal Usain Bolt kann das. Usain Bolt ist übrigens die schnellste Person, die es jemals auf der Welt gegeben hat. Also super schnell, wie ein Blitz, der Typ. Aber er ist auch schwarz. Und groß. Dann ist man halt so richtig schnell. Ist halt bei denen so. Oh, da hinten ist jemand. Komm her, du Motherfucker, zeig dich. Bitch. Ich geh mal hier rum. Wo bist du? Oh, hi. Ich habe gesagt, hi. Wenn ich hi sage, sag, oh, hi zurück, haben wir uns verstanden. Hör auf zu schlafen. Gib mir ein Medipack. Gib mir ein Medipack, habe ich gesagt. Okay, dann nicht. Dann lass dein Teammate sterben. Lass mich sterben, ist schon okay. Ja, genau, geh deinen Weg. Ja, tu, was du nicht lassen kannst. Immer diese Teammates. Unglaublich. Immer noch muss ich sagen, ich finde Rush bei diesem Spielmodus vor allem am allerbesten. Rush hier ist so Hammer. Da trifft man dann so viele Gegner, hat so viel Spaß mit Rush. Aber ich hätte es vielleicht ein bisschen später spielen sollen, aber erstmal gibt's... Für die erste Runde Herrschaft. Verdammt. Man läuft den ganzen Weg und das Einzige, was passiert, man stirbt. Das ist die Scheiße. Deswegen spiele ich nie Herrschaft. Verdammt. Oh, ich denke, es muss sich hier langsam was ändern. Ich habe mich entschieden, ein bisschen mehr Spaß zu haben. Das Ding nervt. Was für ein Ding. Ich hab nichts gesehen. Habt ihr irgendwas gesehen? Hab nichts gesehen. Oh, bist du ein Teammate? Ja, bist du. Yay, Panzer fahren. Finde ich ganz cool, aber... Weiß nicht, ich fahre nicht so gerne Panzer eigentlich. Komm her, Bitch. Komm her, Bitch, komm her, Bitch. Oh, shit. Beweg dich, scheiß Mousepad. Oh, Fahrzeug beschädigt. Gut oder schlecht? Ich steig mal lieber aus. Ich glaube, ich gehe mal lieber woanders hin. Habt Spaß. Da kann jemand anders einsteigen, wenn er gerne Lust hat. Ich nicht. Ich sehe einen Gegner. Auf der Karte. Ich bin süchtig. Ich will ihn killen. Ich will tote Menschen sehen. Danny will tote Menschen sehen. Das ist das, was Danny immer will, wenn er Spiele spielt. RTL? Nein, nicht jetzt. Ich will nicht über meine Spielesucht reden. Ihr Pisser. Da hinten sehen wir noch einen weiteren Panzer. Ich sneake mich einfach hier durch die Gebüsche. Gott, ich liebe das Game auf dem PC. Ist einfach mal viel besser als auf der Konsole. Vor allem, wenn man bedenkt, wie alt dieses Spiel ist, dann ist die Grafik schon wirklich phänomenal. Oh, hi. Ha, hattest du nicht erwartet, ne? Ich wusste, dass es hier jemand gibt. Ich wusste es. Nein! Was? Holy shit. Wieso gibt es hier keine Killcam? F2000. Wenn wir sie mal auschecken. Also in MW2 war die F2000 die schlechteste Waffe ever. Auch interessant ist, ich glaube sogar... Oh, nice. Die Waffe hat sogar was in sich. Nicht schlecht. In MW2 war die Waffe so richtig schlecht. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob dieses Spiel mit MW2 zur selben Zeit ungefähr rausgekommen ist. Aber ich glaube schon. Was? Das war der Hacker, definitiv. Anders kann ich gar nicht sterben. Das war definitiv der Hacker. Das war klar. Gut, F2000 schießt extrem schnell, aber finde ich nicht so toll. Aber besser als in MW2, das auf jeden Fall. In MW2 wäre das eine absolute Bullshit-Waffe. Es war damals immer mein größter Traum, dieses Spiel auf dem PC zu spielen. Aber ich hatte einen zu schlechten PC. Ich konnte es nicht spielen, das Game. Ich musste es auf Konsole spielen. Aber ich wollte immer auf PC spielen. Ich war immer von dieser Grafik immer überragt, so. Und es sieht auch wirklich extrem gut aus für die damaligen Verhältnisse, wenn man so überlegt. Das Spiel war so Bombe. Ich kann es nicht glauben, dass ich wieder spiele. In letzter Zeit gehe ich immer so zu alten Spielen wieder zurück irgendwie. Oh, der ist tot. Ja. Gut gemacht, Helikopter. Mach weiter so. Bin stolz auf dich. Und C4 ist auch kammergeil. C4 ist badass. Ich will eine Flagge einnehmen. Ich will was für mein Team tun. Wie lange geht dieses Spiel überhaupt noch? Ey, Bitch, lass mich doch mal wenigstens eine Flagge einnehmen. Ich sterbe dauerhaft. Deswegen ist Herrschaft scheiße. Sorry, aber ist so. Boom. Yay. Oh. Was habe ich bekommen? Spezialisierung. Episch. Mein Fahrzeug ist spezialisiert. Das wollte ich schon immer mal haben. Oh, okay, nein, doch nicht. Schrotflinten mag ich nicht so.
sind nicht so meine Art der Waffen, die ich so bevorzuge. Bevorzuge lieber Sturmgewehre oder Maschinenpistolen. Finde ich die besten und spaßigsten. Sniper bevorzuge ich nur so mittel. Ab und zu mal aus zur Abwechslung, aber mehr auch nicht. Okay, lass uns aussteigen. Es macht keinen Sinn, hier zu sein. Ich sehe Leute auf der Karte. Ich sehe sie auf der Karte. Oh, verdammt. Ich hab den Kill irgendwie nicht bekommen. Ist er überhaupt tot? Hä, wo ist er? Ist er tot? Ah, der liegt da. Der schläft, der ist eingeschlafen. Mitten im Mittelkrieg eingeschlafen, ist klar. Auf jeden Fall. Hey, Munition. Wie kann man das... Ja, okay, das sind Granaten, wir wissen Bescheid. Nachladen, ja. Kuh, was macht Kuh? Keine Ahnung. Wieso weiß ich so wenig über das Game? Hier ist jemand. Hier gibt es nämlich auch noch eine obere Etage. Ich wette mit euch, der ist hier oben. Es gibt sogar ein Dachgeschoss. Ja, man kann sogar hier hoch. Heftig, Alter. Nein, geh hoch, Mann. Hallo? Jemand zu Hause? Störe ich jemanden? Ich hoffe nicht. Assassin's Creed 10. Da sehe ich einen Gegner. Oh mein Gott, dieses Aiming. Die Kugeln übrigens fallen nach einer Zeit hier auch runter. Los, eliminier ihn, Teammates. Ich habe ihn völlig geschwächt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was zum Teufel macht das Auto? Auto? Nein, nicht jetzt. Was macht das Auto, wenn ich es fahre? So komisch. Ich glaube, es ist auf Drogen oder sowas. Ach, wegen dem Baum wahrscheinlich. Shit. Lass mich alle in Ruhe. Gott, wie lange geht dieses Spiel denn bitte? Das dauert ewig. Ja, Position Bravo wurde eingenommen. Ist mir doch egal. Das dauert 10 Jahre, bis man hier endlich irgendwie ein Spiel beendet. Vor allem Herrschaft dauert immer so lange. Deswegen ist Rush auch besser. Das schlechtere Team verliert einfach. Was? Was stand da gerade? Irgendwas komisches stand da gerade. Keine Ahnung. Habe ich nicht gelesen. Okay, das war's für die heutige Folge von Battlefield Bad Company 2. Ich muss sagen, ich hätte auch weiterspielen können, aber es hat dauert so lange, bis man so ein Herrschaftsspiel beendet. Und ich bin einfach so, ich kann das Video nicht so lange machen, deswegen. Und außerdem, es ist einfach, ich spiele persönlich, wenn ich Battlefield spiele, eigentlich fast nur Rush oder ein Battlefield 4 Team Deathmatch oder sowas. Es macht so einen Spaß, aber Herrschaft ist gar nicht mein Ding in Battlefield. Das ist so für die extrem Battlefield-Spieler, finde ich, die dauerhaft stundenlang spielen können. Weil was ich persönlich brauche, ist, ich brauche Abwechslung. Ich brauche dann eine neue Lobby und jetzt zum Beispiel, ich müsste noch irgendwie eine Stunde oder sowas weiterspielen, bis das Spiel vorbei gewesen ist. Und das wollte ich einfach nicht und das wollte ich euch auch nicht antun, deswegen vielleicht kann ich ja mal gerne einen Livestream von Battlefield im Allgemeinen machen, für die Leute, die mehr Battlefield sehen wollen, weil ich finde allgemein Battlefield auch besser auf PC als auf Konsole. Bei COD ist es ein bisschen anders, auch wenn COD auch gut auf PC ist, aber ich finde allgemein Battlefield, wie gesagt, besser auf PC. Wenn ihr mir auch mal von Battlefield sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da, zeigt mir, wie sehr ihr den Daumen nach oben mögt. Ich persönlich mag ihn sehr. Abonniere jetzt meinen Kanal, um unsere Nation beizutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Und dann sage ich wie immer noch 3, 2, 1, schupp! Verdient er die gerechte Strafe und wird von hinten mit einer Claymore erledigt. Und ein verdienter Platz 2, finde ich.